Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Light Remake. Ein Remake, welches ich nicht mitbekommen habe. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Wir waren hier außen, draußen an dem Gebäude stehen geblieben, hatten hier erst nach einer ganzen Stunde erstmal einen Speicherpunkt und haben uns dann erstmal hier rundum umgeschaut, bis wir dann hier stehen geblieben sind. Und zwar genau hier, und jetzt sehe ich gerade, das Licht ist wieder aus. Beim letzten Mal war das Licht an und als ich dann gefragt habe, hä, wer war das? War ich das? Habe ich das einfach vergessen? Oder ist hier doch noch jemand mit mir? Und Leute, ich bin einfach nur richtig doof. Das Licht war an, weil ich es angemacht habe und nicht mehr ausgemacht habe. So, was ist nochmal im letzten Mal passiert? Wir haben den Schlüssel zum Theater gefunden. Aber das Theater bringt uns noch nicht so viel, denn wir brauchen den Strom. Und heute meine Aufgabe in dem Spiel ist, mich noch hier weiter umzuschauen und vielleicht den Keller zu finden. Wenn wir aber da hinten in dieses Haus können, was wir auch beim letzten Mal gesehen haben, gehen wir natürlich ins Haus. Sollten wir aber nicht ins Haus können, dann müssen wir den Keller finden. Wir gucken uns aber erstmal hier weiter um, ob wir hier irgendwas finden. Da geht's wieder rein. So. Hier sind wieder irgendwelche Schränke. Mach hier Licht anmachen, ist wahrscheinlich besser. Genau, und auch für andere Sachen brauchen wir halt den Strom. Deswegen müssen wir erstmal Strom finden. Und wo ist Strom? Im Keller. Ach so, ja. Dieser Automat hier benötigt auch noch Strom. Genau, dann machen wir uns mal auf die Suche. Genau. Ich habe auch jetzt wieder hier eingeplant, dass ich glaube wieder eine Stunde spiele, bis ich irgendwie einen Speicherpunkt habe. Weil beim letzten Mal, als ich gespielt habe, habe ich halt eine Stunde oder so gespielt und habe das dann für euch gesplittet. In einer Stunde. Und ich glaube, wir sind hier schon fündig geworden. Oh, das könnte er sein. Ja, gut. Dann eben nicht. Tschüss. Hä? Also, was ist das denn? So, jetzt. Wieso hat das gehangen? Ich weiß auch nicht. Okay, das scheint der Keller zu sein, aber er ist zugeschlossen. Das ist natürlich auch schön. Hä? Wieso kann ich denn hier nicht lang? Gut, das war's mit dem Keller. Kann ich jetzt nochmal die Karte mir ansehen? Hallo? Wieso geht das nicht? Wieso bin ich jetzt draußen? Ach so, ja! Dann habe ich noch beim letzten Mal mitbekommen, es gibt doch deutschen Untertitel. Das habe ich nicht kommen sehen. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob die Notizen auch irgendwie auf Deutsch sind. Macht es natürlich einfacher. Was ist denn jetzt schon wieder mit der Einstellung? Och Leute, was ist denn heute los? Ich wollte nur ganz normal hier eine Aufnahme machen und jetzt kommt wieder die Scheiße hier. So Leute, entschuldigt, aber nach dieser kleinen Unterbrechung, ich hätte wieder meinen Computer an die Wand schmeißen können. Jetzt ist meine Maus wieder in Ordnung, weil das Ding ist, wenn ich mit meiner Maus hochgehe, ging es damals nach unten. Und wenn ich mit der Maus nach unten ging, ging es eigentlich nach hoch. Also das hat sich total verheddelt. Und als ich hier nochmal das eingestellt habe, habe ich diesen Schlüssel hier gefunden. Was das für ein Schlüssel ist, keine Ahnung. Irgendein roter Schlüssel. Und wie die Karte aufzumachen ist, weiß ich immer noch nicht. Es steht halt immer da M. Mit M. Aber wenn ich M... Wenn ich M drücke, mache ich irgendeinen Soft-Move an oder aus. Das verstehe ich nicht. Deswegen haben wir im Moment keine Karte und das ist schön. Gut, dann will ich jetzt nochmal kurz zu dem Keller hin. Vielleicht ist das ja der Schlüssel zum Keller. Man weiß ja nie. Gut. Oh shit, das geht mir zu schnell. Gut, 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 gut. Wartet, 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 wartet. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell, also ist das doch der Kellerschlüssel gewesen. Gut, da schauen wir uns gleich um. Ich will aber nochmal schnell zu dem Haus. Wir gucken uns jetzt mal hier um.
in dem Haus, ob wir hier irgendwas finden. Oder ob das Haus auf ist. Nein. Also brauchen wir einen Schlüssel, der die Sache vereinfacht. Wartet mal. Ich schaue mich nochmal hier um. Weil ich weiß ja nicht, wo das vielleicht... Okay, gut. Da ist schon mal kein weiterer Weg. Und hier, dass hier irgendwas rumliegt. Kann das sein? Nee. Hier in diesem Container vielleicht? Nope. Heißt, wir gehen jetzt in den Keller. Nice, gut. Aber dann können wir zum wenigsten... was? Sprachen lernen. Dann können wir jetzt wenigstens erstmal den Strom anschalten, wenn wir es überhaupt gleich von Anfang an hinbekommen. So, dann mein Licht nochmal an und dann geht hier die Sache auch wieder los. Okay, das Licht habe ich definitiv nicht angelassen und das auch nicht. Oha, Alter. Gut. Das wird die Gruselfolge. Ich habe auch übrigens das hier. Diesen Inventarpunkt. Ich will mein Licht wieder haben. Danke. Weiß jetzt auch, wie man das anmacht. So, was steht denn hier? Wunderschön. Gut. Ein Feuerzeug. Kann ich jetzt auswählen? Ach, mit zwei. Oh, ich bin doof. Okay. Gut, mit zwei machen wir das. Geil, gut. Ach so, und da war auch nochmal eine Anleitung, wo der Keller ist. Alles klar. Jetzt haben wir Feuerzeug. Ist vielleicht auch ein bisschen... worth it, aber egal. Gut. Das ist wahrscheinlich gleich der Generator. Was? Was war das jetzt eben? Keine Ahnung. Gut. Ja, wenn das aber schon... Okay, wir haben das Öl wahrscheinlich schon reingemacht. Gut. Oh, was? Ach, du meine Fresse. Was brauchst denn du da? Habe ich da irgendwas? Nee, okay. Also irgendwie brauchen wir wie so eine Art Sicherung noch. Gut, das war aber klar, dass das irgendwie noch so kommt. So. Du bleibst schön offen da oben, ne? Hier ist noch eine Notiz. Was passiert hier? Okay, wir ignorieren das und betragen. Und wir gucken uns mal das an. Oh Gott. Hätte ich damals gewusst, dass ich es auf Deutsch einstellen könnte. Oh Leute, ich bin einfach so doof. Egal. Wir haben Menschen in Gruppen aufgeteilt. Es ist schwierig, jede Menge Leute zu kontrollieren. Es gibt keine Panik. Die meisten begreifen nicht, wie ernst das Geschehen ist, was doch viel besser ist. Die Leute schätzen... Achso, scherzen, diskutieren über etwas, wollten heitere Stimmungen auch weiter behalten. Behalten. Die alte hermetische Tour? Ah, nee. Die alte hermetische Tür, ich muss halt gucken, weil UE ist halt Ü, ließ sich leicht öffnen. Gruppen junger Leute begann, alles zu senken, was sie brauchten. Tische, Matratzen, Kissen, Kisten mit Vorräten und Wasserflaschen. Okay, gut. Also ich habe so ein bisschen verstanden. Wahrscheinlich ist das wahrscheinlich gut Übersetzte, was man rausbekommen konnte. Alter, wieso ist es hier so scheiße dunkel? Das habe ich nicht bestellt. Alter. Oh, hier ist noch eine Tür.
geht aber nicht auf, okay. Hier ist irgendeine Kiste. Und hier sind auch irgendwelche... Sind das so Gasflaschen? Irgend sowas wird es wahrscheinlich sein. Gut. Also auf jeden Fall brauchen wir jetzt irgendwas noch für die... hier, für das Teil. Weil das Benzin haben wir jetzt schon durch. Gut. Oh, brauchen wir eine Gasmaske? Nein. Das Licht können wir auch nicht ausmachen. Das heißt, wir gehen wieder hoch. Dann haben wir schon irgendwie etwas geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob... ja. Naja, was heißt ob? Wir müssen halt irgendwo nochmal irgendwas finden. Aber mir fällt gerade was ein. Wenn wir jetzt ein Feuerzeug haben, wieso könnten wir dann da nicht diese eine Stelle mit diesen Fäden... Können wir das vielleicht, verbrennen? So, will ich doch mal... Kann ich... Kann ich das irgendwie... Tatsächlich, ey, ich bin hier Game Master Deluxe. So, und dann mal rein in die gute Stube. Ach du Scheiße. Wieso kann ich hier nicht durch? Egal, dann ist das... Nein, das will ich nicht. Alter, was ist das denn hier für ein... Och Mann! Das Ding ist, ich kann halt nicht sehen, wo was in meiner... Dings ist, wo meine... Sachen hier sind zum Schalten. Okay, scheint irgendwie so ein Rohrsystem zu sein. Wir haben jetzt hier einen Speicherpunkt. Interessant. Was meinte ich vorhin? Ich bin nicht alleine? Alter, ich habe jetzt eben Schritte gehört. Und das waren definitiv nicht meine, okay. Ich habe alles Notwendige in den Schränken gelassen. Teile gewaschen und geölt. Das alles ganz in Ordnung. Oder das ist alles ganz in Ordnung. Aber ich kann die Schranktüren nicht reparieren. Der zweite klemmt und gibt nach, nur wenn sich die anderen öffnen lassen. Komisch. Die Uhr ist sinnbildlich stehen geblieben. Morgen hole ich Batterien. Mach's gut. Alles klar. Oh, ich habe mich jetzt eben so erschrocken. Nein, ich will... Mann! Ich kann hier halt meine Sachen nicht überblicken. Was ich greife und was nicht. Kann ich nicht hier irgendein Werkzeug mitnehmen? Nö, gut. Also einer der Schränke klemmt und das andere habe ich nicht verstanden. Kann ich hier weiter? Nö, kann ich nicht. So. Haben wir hier irgendwas? Ein Feuerlöscher? Kannst du wieder weg? Ein Hut? Das, so. What the fuck are you? Okay. Ah, warte mal. Da können wir doch unser... Nicht? Dann eben nicht. Ach so, nee, warte mal. War das so ein Rätsel? Wenn sich alle öffnen lassen, dann geht die letzte auch auf. Komisch, komisch, komisch. Hm. Das ist sehr komisch, wieso ich... Warte mal. Alles ist, Teil gewaschen, geordnet. Aber ich kann die Schranktüren nicht reparieren. Die zweite klemmt und gibt nach, nur wenn sich die anderen öffnen lassen. Na, die sind jetzt offen. Hm, das Ding ist ja aber auch, ich kann irgendwie ja auch nicht mit,
meiner Zange hier irgendwas machen. Das schwert die Lage irgendwie so ein bisschen. Vielleicht finden wir das dann noch später mal raus. Also es muss noch mal vielleicht irgendwo irgendwas geben, wie so eine Art Brechzange oder so, womit ich das aufmachen könnte. Aber auf jeden Fall müssen wir da irgendwas noch finden. 6,5 Stunden später. Oh, ach. Da liegen Münzen. Kann ich. Ach so, nee, das war das. Hey, warte mal jetzt. Ich habe jetzt Münzen. Für den, Ach so, warte mal. Ich habe doch da noch diesen Spielautomaten. Wahrscheinlich dafür. Ein paar Sekunden später. Wenn die Reihenfolge klar ist, geben die Bilder die Antwort. Wenn die Reihenfolge klar ist. Da mache ich mir vielleicht doch nochmal dann später nochmal Gedanken, weil Flugzeugbau und was weiß ich. Da habe ich keinen, da weiß ich nicht, wie der Sinn ist, weil hier. Ich meine, weil das sieht ja so aus, als ob man das da erst gebaut hätte oder so. Oder 0, so als Anfang, ne? Dann kamen die 7. What? Wie habe ich das denn jetzt? Egal, die Tür ist auf und wir haben den Film. Projektfilm. Okay. Aber wenn hier der Film war, wie kriege ich dann den Strom? Ich brauche aber nur noch den Strom. Wo finde ich aber? Man muss erst Strom einschalten. Okay, gut. Also irgendwas hat da im Keller gefehlt. Wie so eine Art Sicherung oder so. Wo bekomme ich aber jetzt... Wo bekomme ich jetzt aber diese Art Sicherung her? Leute, ich habe eine Lösung. Das ist eigentlich total bescheuert, aber ich musste jetzt mal nachschauen, weil es ist tatsächlich das, was uns fehlt. Aber es ist auch so bescheuert. Und zwar war ja das Problem die Schränke. Und der Typ meinte ja, wenn man weiß, wie man die öffnet, weiß man, wie man das hier. Und zwar muss man die 1 aufmachen, die 4, glaube, und den hier. Und dann hat man hier. Das ist die Sicherung. Die Sicherung, die wir gesucht haben. Ach Gott, wir sehen uns gleich wieder im Keller. What the fuck? Was? Ich wollte eh in den Keller. What the fuck passiert hier? What the fuck? Hä, in den... Was? S-Bahn? Ist die Tür jetzt da auf? The fuck geht hier ab, Alter? Ey, ich wollte nur ganz chillig eigentlich hier zum Keller. Auf einmal kommt sowas. Alter, auf jeden Fall haben wir jetzt die Sicherung. Die machen wir jetzt hier rein. What? Nicht euer fucking Ernst jetzt. Was geht hier ab, Alter?
Okay, wir müssen jetzt tatsächlich hier irgendwie in den Bunker. Und es hat gespeichert. Ach du Scheiße, Leute, was passiert hier? Was passiert hier in diesem Spiel? Aber Leute, ich mach's spannend. Das machen wir alles im nächsten Part. Ich glaube, ich habe jetzt wieder ein bisschen zu lange gefilmt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ich glaube, das mache ich als ein Video hoch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei wahrscheinlich einem Atomkrieg. Wird eine Bombe hier platzen? Ich habe keine Ahnung. Das erfahren wir alles im nächsten Part, Leute. Bis dahin, ciao.